So, und weiter geht's. Schauen wir mal. Da geht's. Knapp 67%, eine hohe Zustimmung. Das ist viel. Aber warum das so wichtig ist und auch in die Zukunft führt, die Europäische Union ist tatsächlich die Möglichkeit, sich in einer immer unsicheren Welt sicher zu bewegen. Aber es braucht eine starke Stimme Österreich. Es braucht das Aufzeigen. Die Europäische Union ist einfach dieses, was uns zur Sicherheit gibt. Ja. Das, was uns zur Sicherheit gibt, ja. Ich weiß nicht. Das kommt mir ein bisschen komisch vor, oder? Ja, mir auch. Die Europäische Union, naja, wenn man so schaut, wo die hinsteuert, ja, mit dieser, wo sie sich anlehnt sozusagen an dieser einen Weltordnung, die was ja eigentlich alles mit Kriegen befeuert. Ja. Ist das sicher für dich? Ja, also es ist für mich einmal nicht sicher. Ja. Für mich auch nicht. Weil das bedeutet ja letztendlich auch dann der Anschluss an die NATO. Ja, natürlich. Und man verliert die Neutralität schon. Genau. Viele Länder sind ja neutral. Und das passiert ja über den Weg, über die EU, weil dann bist du ja sozusagen mitgehangen, mitgefangen sozusagen. Hat das die Schweiz schon früher vorausgesehen, Michael? Weil das ist ja auch ein neutrales Land. Hat die vorausgesehen, dass es in diese Richtung geht, dass das einmal die Neutralität gefährden könnte? Vermutlich. Ja. Von Zuständen, die eben Zustände sind und nicht zukunftsweisend sind. Und es braucht die Klarheit, dass wir uns in der Union dafür einsetzen, dass wir Europe first, Europe first. An was erinnert dich das? An Make America Great Again. Also das heißt also, er kopiert nicht den Kickl, ja? Er kopiert auch den Donald Trump. Er kopiert auch den Trump, ja. Sind Sie nicht Gegner eigentlich von Donald Trump? Ist er nicht ein Rechter? Der Trump ist auch ein Rechter, ja. Also wenn er Trump kopiert, wieder, dann ist er auch jetzt eher ein Rechter. Genau, oder? Ja. Eigentlich schon. Ja, ja. Wahnsinn. Und jetzt, ja, Great American, wie hat er gesagt jetzt? Dann mal nochmal zurück. Also für mich war das jetzt wie der österreichische Trump. Ja, voll. Setzen, dass wir Europe first, Europa zuerst durch. Europa zuerst. Und Trump hat ja gesagt, Amerika first. Amerika first. Ja, genau. Also er kopiert jetzt Trump. Ja, ja, einen Rechten. Wohlgemerkt. Ja, also jetzt nicht mehr in Kickl, sondern auch in Trump. Okay. Gerade wenn es um unseren Markt geht, gerade wenn es um den Binnenmarkt geht und gerade wenn es um unsere Industrie und Unternehmen geht. Okay. Gut. Wir waren auch da unter heftigem Beschuss, der Gerhard Kahner und ich, weil wir es gewagt haben, den Finger in eine Wunde zu legen innerhalb der Europäischen Union, was unsere Sicherheit betrifft, was die Außengrenzen betrifft, was auch das Versagen des Asylsystems betrifft. Diejenigen, die die Diskussion wieder zurückgebracht haben in den Europäischen Rat. Ich war derjenige, der sich im Rat der Regierungschefs dafür eingesetzt hat, dass wir klare Regeln brauchen für Asyl-Außengrenzverfahren. Asylverfahren in Drittstaaten durch dieses Asyl neu gebaut werden muss. Und wir haben die ersten Schritte in die richtige Richtung gesetzt. Er hat die richtigen Schritte in die richtige Richtung gesetzt. Das hat doch nicht er, das war doch Kickl. Ja, ich weiß warum, weißt du. Er ist ja nur eine Puppe. Ja, ach so. Weil der Kickl sitzt unten und hat ihn sozusagen wie eine Handpuppe. Ja. Ja, und bewegt ihn. Auch in der Kickl. Ja, genau, das geht. Das gibt's doch. Und jetzt schaut er in der Welt. Michi? Und er bricht gleich den Tränen aus, oder was? Abgrenzung zu den Rechtsextremen und Hetzern. Okay. Jetzt kommt schon wieder, ich weiß nicht, wie oft ist das jetzt schon vorgekommen. Ich glaube, hätte eine Stricherliste machen sollen, oder? Ja, also hätte ich schon halbe, hätte ich sicher schon das halbe Buch mit Strichern vor. Ja, wahrscheinlich. Gut.
zu den Hassseern. Oh, Hasseher. Oh. Die Volkspartei ist nicht gegen geordnete Migration in den Arbeitsmarkt. Ach so, schon wieder. Ganz im Gegenteil. Wir wollen die Arbeitszeit innerhalb von 72 Stunden für die Unternehmerinnen und Unternehmer die Chance, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewinnen. Aber das Entscheidende ist die Differenzierung. Das Entscheidende ist, klarzumachen, der Kampf gegen illegale Migration und organisierte Kriminalität und das Zulassen einer geordneten Migration mit Spielregeln und klaren Aufträgen. Also Michi, der Kickl hat eine sehr gute Stimmenimitationsstimme, oder? Er ist ein guter Stimmenimitator. Aber wo ist er denn jetzt? Man muss man mal schauen, wo die Klappe ist, wo er unten drin sitzt, der Kickl. Da muss doch eine Klappe sein, oder? Wenn die Kamera hinschwenkt, ist er unter der Klappe. Wenn die Kamera nach vorne ist, dann geht die Klappe auf und hopp. Und schon schnappt er wieder eine Hammer und... Und und ich glaube, er hat lange seine Stimme imitieren müssen. Vielleicht hat er bei Gernot Kulis Unterricht genommen. Ja, genau. Okay. Jetzt ist er unter der Klappe, gell, Michi? Jetzt ist er wieder verschwunden, der Kind. Weil die Kamera hier ist, nicht wahr? Auf dieser Position. So. Und ein Auftrag, den ich mir gegeben habe. Jetzt sind Sie wieder bereit. Ja. Auch in Österreich planen, dafür zu kämpfen und zu werben, dass wir eben die Migration in die Zuwanderung in den Arbeitsmarkt wollen, aber nicht die illegale Migration ins Sozialsystem. Und deswegen erst Anspruch auf Sozialleistungen nach 5 Jahren. Boah! 1:1 die Forderung von Herbert Kick. 1:1. Und jetzt soll noch einmal, einer sagen, er ist nicht die Handpuppe von Herbert. Jetzt soll man einer sagen. Und er sagt das immer, wenn die Kamera vorne ist. Das heißt, da kann er die Klappe aufgehen, das sieht ja niemand. Und hopp, dann, ich will die Migration nach 5 Jahren. Das ist doch die Comedy Show per Excellence, oder? Ja. Ich glaube, der ist schnell klatscht. Der klatscht sehr schnell. Auch wieder wie ja, Miki, das ist mit dem Publikum, das erinnert mich sowieso alles so gekriegt. Und hier ein klares Wort zu einem Thema, das sehr schnell, sehr rasch polarisiert und emotionalisiert. Was ist das für ein Thema? Es gibt schon einen Wettstreit, wer ist denn zuerst erfunden? Wer hat zuerst erfunden? Er oder ich? Wenn wir ein Land der Vielfalt, des Respekts, der Wertschätzung und der Toleranz sein wollen, dann heißt es, dass es klare Spielregeln gibt. Und dann heißt es in meinem Verständnis, dass Integration Anpassung ist. Oh! Michi, ich weiß nicht, welche Kraft muss denn der Kickl haben, damit er ihn dauernd so hält? Der muss wie Popper einen Arm haben, glaube ich. Das ist schon anstrengend, immer aufs Bauch hier zu agieren, oder? Und wer hat es erfunden? Ricola! Und es wird schon in gewissen sozialen Medien und anderswo diskutiert, ob das nicht vielleicht die Freiheitlichen irgendwo erfassen hätten. Ach so! Ich habe auch kein Problem. Das Beste wäre. Warte, was mich das erinnert. So, wie. Ich hab nichts gestohlen, ja? Wie in der Kindheit, weißt du? In der Kindheit, wenn du irgendwas angestellt hast und deine Eltern haben dir irgendwas gefragt, hey, was hast du da jetzt gemacht? Nein, ich habe aber nichts gemacht. Hast du das von deiner Schwester das Spitzel gestohlen? Und ich habe auch so, nee Mama, ich weiß nicht. Jetzt alleine der Blick. Also ich mache gleich wieder einen Screenshot. Ich brich ab hier, mich. Gut, oder hast du doch immer beim Kasperl auch sowas gegen mich? Weiß nicht. Irgendwie beim PC-Bär oder so. PC-Bär, ja, ich hat auch immer gesagt, ich weiß nicht. Damit die Kinder unterhalten werden, ja, genau. Gell? Oh. Ich habe kein Problem damit, hat er hier gesagt. Ich nicht. Das Bessere ist der Feind des Guten.
Aber Integration und Anpassung ist wichtig, damit wir unsere Gesellschaft weiterentwickeln können. Und ja, ich sage euch was, überlassen wir nicht denen, die Hetze und Hass sehen, die rechtsextremes Gedanken zu verbreiten, dem Begriff, die Definition von Leitkultur. Okay, Michi, überlassen wir es nicht denen. Er sagt schon wieder keinen Namen. Und aber jeder weiß schon, wen er wieder meint, oder? Ja, genau. Denen. Genau. Überlassen wir es nicht der FPÖ. Genau, es gibt ja nur mehr eigentlich eine Partei, wo man sagt, die sind rechts, aber die werden jetzt als rechtsradikal hingestellt. Kann man damit den Babler meinen? Ja. Kann man damit die Grünen meinen? Nein. Also die sind alle mal kategorisch ausgeschlossen. Die Neos auch, oder? Ja, sicher. Die KPÖ auch. Genau. Ja, die sind alle ausgeschlossen. Genau. Er kann nur sie. Und er sagt denen, überlassen wir es nicht denen. Genau. Den Rechtsradikalen und denen, die Hass sehen. Genau. Und er musste sie auch erwähnen. Und er sagt von denen, weil du hast gerade die KPÖ erwähnt, ich meine, die sind ja nicht einmal eine Erwähnung wert. Also muss er ja meinen, der ihnen gefährlich wird. Ja? Gefährlich also, ist nur der 30% hat in der Meinungsumfrage. Genau. Das ist nur der Kick und die FPÖ. Genau. Eindeutig. Und schlimm, immer dieses Unterschwellige. Ja. Ich stehe zu dem Begriff Leitkultur. Was drückt er aus? Er ist unsere Identität. Er ist unsere Kultur. Mhm. Leitkultur im christlich-sozialen Verständnis der Volkspartei, in meinen als Bundeskanzler der Republik Österreich, ist es, dass eine Leitkultur dafür steht, dass es um eine Gesellschaft der Vielfalt geht, des Miteinanders, der Toleranz, des Respekts, des Zueinander-Zuhörens und der demokratischen Grundwerte in unserer Verfassung. Okay, also das habe ich alles voll super mitbekommen in der Corona-Zeit. Ja, also das Zuhören, wir hatten uns zugehört in der Corona-Zeit. Die Regierung auf keinen Fall. Ja, überhaupt nicht. Da waren sie auf einmal taub. Ja. Und jetzt ist die Taubheit geheilt worden. Ja. Halleluja. Oder? Ja, genau. Boah, ist das schon wieder. Ja. Ich habe es auch schon so oft erwähnt, aber extrem schizophren. Ja. Ich meine, damals, wir haben es einfach am eigenen Leib erlebt, wer dann die Minderheiten waren und wie uns die wie das alles mit Füßen getreten worden ist. Ja, genau. Und wir mal was gesagt haben, dann gab es dieses Zuhören nicht, was er hier gerade sagt. Und die sind ja über alles drüber gefahren, sogar über den Verfassungsgerichtshof, wo immer alles dann revidiert worden ist. Aber wir haben mit dem einfach spekuliert, weil sie gewusst haben, das wird zwar nach einem halben Jahr wieder aufgehoben, aber letztendlich bist du trotzdem ein halbes Jahr extrem drangsaliert worden. Ja. Bei denen war es ja nur wichtig, dass es jetzt durchgeht. Ich habe nicht gewusst, dass das der Verfassungsgerichtshof stürzen wird in einem halben Jahr. Ja. Aber das haben, genau wie du gesagt hast, sie haben es gewusst, nur dass es jetzt durchgeht. Ja. Jetzt. Genau. Das war wichtig. Genau. Das heißt, die haben sich gespielt mit dem Verfassungsgericht. Ja. Und dann sprechen die von Zuhören und Miteinander und Demokratie und demokratisch und da kommt es mir richtig hoch. Also, das ist ein Wahnsinn, ja. Unglaublich. Ja. Lassen wir uns diese Leitkultur nicht von den Radikalen wegnehmen, sondern von den linken Träumern. Das war jetzt spannend, mich jetzt. Ja. Von den Radikalen, natürlich wieder von der FPÖ, die Leitkultur, das Miteinander, die Toleranz. Genau. Hier spricht er ja genau jetzt einen Triggerpunkt wieder an. Ja. Weil der Kickl sagt, die Illegalen müssen raus. Ja. 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 Und er sagt die Illegalen gehören ja zu der Leitkultur, zu dem Miteinander, zu der Toleranz. Ja, ja. Verstehst du? Genau. Und da schiebt er wieder jetzt Kickl, er ist der was unsere Leitkultur zerstören will, die wir jetzt hier haben. Genau. Aber seien wir uns doch mal ehrlich. Ja. Diese ganzen Illegalen, was hier sind und nicht überprüft worden sind. Ja. Schau mal die Schizophrenie an. Vorher sagt er, wo noch die Handpuppe war, bei ihm. Da sagt er, Migration erst nach 5 Jahren. Jetzt sagt er auf einmal Leitkultur, jetzt passt es auf einmal wieder. Ja, ja, er richtet es eigentlich immer so, sich's, wie er es haben will. Und das war sowieso immer schon denen gerne Methode. Ja? Ja. Also eins sagen, nach 5 Minuten sage ich was anderes und ich richte es mir. Genau. Boah, Wahnsinn. Ja. Es ist ein wirklich für mich ganz besonderer und auch emotionaler Moment, denn als Bundeskanzler hast du das Privileg, viele schöne Momente gemeinsam mit deinem Team erleben zu dürfen, aber auch sehr viele fordernde und auch kraftraubende Momente zu dürfen.
mit der Zustimmung zu den Inhalten, weil Volkspartei auch immer eine Inhaltspartei ist, die Zustimmung für den Österreich-Plan ist tatsächlich kraftgebend, vor allem wenn ich daran denke, dass diese Richtungsentscheidung, von der ich am Anfang gesprochen habe, tatsächlich in diesem Jahr die bestimmende Kraft und Thematik sein wird in der politischen Diskussion. Es wird ein Jahr der Bewährung. Schon wieder! Wie oft sagt man noch das Jahr der Bewährung? Wir haben ja jetzt 4 Jahre Bewährung gehabt. Ja, ja, genau. Das haben wir schon im ersten Teil und zweiten Teil ja eh schon behandelt. Genau, gell? Genau. Also wenn dieses Jahr das Jahr der Bewährung wird, und es genauso wird wie die 4 Jahre vorher als Bewährung, na dann gute Nacht Österreich, oder? Eigentlich sind wir denn ja nur mehr auf Bewährung, oder? Ja, die nächsten Jahre nur auf Bewährung. Ja. Was heißt das? Das heißt jetzt für mich, er wird nichts tun. Ja, ja genau. Weil genau das hat er ja in der Bewährungszeit vor 4 Jahren genau gemacht. Genau. Nichts. Nichts, ja. Das höre ich hier heraus, oder? Ja, ja, voll. Ja, Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Ein Jahr der Wehrhaftigkeit sein, der Wehrhaftigkeit, Versuchungen zu widerstehen, klar zu sein, wenn es darum geht, Haltung zu zeigen. Aha. Es wird ein Jahr der Entscheidung sein zwischen demjenigen, der sich in der dunklen Vergangenheit verliert und lieber an Verschwörungen glaubt. So, in der dunklen Vergangenheit, das hat er ja, glaube ich, 3-mal schon erwähnt. Ja. Die dunkle Vergangenheit ist ja die Adolf H.-Zeit, genau. Nicht wahr? Ja, genau. Du kannst nichts anderes verklammern als die dunkle Vergangenheit, als diese Adi H.-Zeit. Ja, ja. Das ist immer die, genau, das ist Narrativ. Ja, und wer ist das schon wieder? Mit wem? Ja. Er redet schon wieder von Kickl, nicht wahr? Ja. Ja, der Zerstörer, den er genannt hat im ersten Teil und so. Genau. Ne? Und mit dem will er wieder nichts zu tun haben, ne? Das ist irre. Es wird die Entscheidung sein zwischen ihm und mir. Aha! Wer ist er? Er sagt den Namen die ganze der Zeit. Puppenspieler, nicht? Es ist die Zeit zwischen ihm, der was mich so spielt, und redet, und mir. Ja. Zwischen der Puppe und dem realen Mann. Entscheidet euch, zwischen der Puppe. Wen wollt ihr haben? Die Puppe oder den Echten? Nehmt doch die Puppe. Das ist die Puppe. Oh Mann, Ich reiße mich wieder zusammen. Als Bundeskanzler von Österreich, der an die Zukunft dieses Landes und an die Zukunft dieser Menschen in diesem Land glaubt. Boah, ja, genau. Applaudieren wir so wie der Der ist so schnell, ja. Der ist schnell, ja. Hier der Büringer, der ehemaliger Landeshauptmann, gell? Also klatschen können ist gut, ja? Ganz ist gut. Sehr gut trainiert. Sehr gut trainiert. Ah, hast du denn gesehen, mit den Schildern hinten, mit den Applausschildern, ja? Ah, ja, ja, ja. Da habe ich irgendwo einer rumgegangen. Da ist einer rumgegangen. Wenn es von der Aschermittagsrede nicht funktioniert, da hat irgendwer die Applaustafel versteckt. Dann haben sie dann nicht, auf einmal fehlen die Applaus, gell? Und er sagt, jetzt müsst ihr aber schon klatschen. Wir werden eh noch diese. Aber da kommen wir noch. Wir kommen dann zur Ascher, die war ja auch zum Totlachen, oder? Ja, Wahnsinn, ja. Kickl ist wieder weg. Alter, jetzt kommt wieder. Er grinset. Boah, Wilke, du musst da was reinschreiben. Ja, jetzt die Scheibe muss rein. Ja. Comedian wert von mir. Er ist so gut. Er bringt die Leute so zum Lachen. Er ist so gut. Ja, das ist auch schlecht. Oh.
Der war gar nicht gekünstelt. Ja, nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht, nein, überhaupt nicht gekünstelt. In Wahrheit, liebe Freunde, ja, geht es um eine der entscheidendsten Fragen für unsere Zukunft. Okay. Ich kann schon sagen, nehmt ihr die Puppe oder den Bauchredner? Das ist die Frage für dieses Wahljahr. Ja, genau. Gestalten oder spalten. Ich kann mich klar entschieden. Entschieden mit euch, dieses Land gestalten. Gestalten, er will nicht spalten, Michi. Lasst uns den Plan für Österreich gemeinsam umsetzen. Ja. Geht mit mir diesen Weg. Okay, ja, mit dir, mit der Puppe. Wir gehen den Weg mit der Puppe, Michi. Oh, Alter, super. Hey, ich habe gestern nicht so gelacht wie heute, Michi. Ja. Hier, Daumen hoch für den Hammer. Wahnsinn. Super Comedian. Ja. So, ja, hat er wieder zum Schluss jetzt gesagt, ja, gestalten oder spalten. Ja. Das war, glaube ich, wirklich eine vorbereitete, ja, und von seinen Whistleblowern, ja, auch gesagt, du musst das ganz am Ende bringen. Ja. Damit es noch extra im Unterbewusstsein bleibt. Ja. Weißt du, welche? Ja, ja. Weil er ist der Gestalter und wer ist der Spalter? Kann nur Kickl sein. Kickl. Nur Kickl. Ja, ja, ist klar, ja. Es sind nicht die Grünen, es sind nicht die Neos, ja, es ist nicht Babla. Genau. Es ist genau nur der eine, ja, der was das Land gerade, ja, spaltet. Ja. Und das soll noch extra im Unterbewusstsein sein. Genau, genau. Und er hat sich entschieden natürlich für das Gestalten. Genau. So, jetzt aber schauen wir mal, was hat er gestaltet vor 4 Jahren? Ja. Also, in dieser Gestaltung jetzt, möchte ich nicht dabei sein. Ja, jetzt müsste er ja gewisse Sachen schon einhalten, aber ja, ich weiß nicht. Also da kommen wir jetzt zum Schluss. Ja. Und wir haben ja gehört, ein paar Versprechungen. Genau. Die eine Versprechung haben wir ja gehört, wo wir den ersten Teil gemacht haben, wo, ja, er gesagt hat, die Überstunden sollen nicht mehr versteuert werden. Das ist auch, genau, so eine Floskel, die was schon, ja, jahrelang gemacht wird. Ne? Ja. Und er will uns dieses Jahr noch, also naja, er hat nicht gesagt dieses Jahr, er will uns, aber es ist logisch, ja, dass es dieses Jahr passieren müsste, ja, ja, 1000 Euro denen geben, die Vollzeit beschäftigt, ja, sind. Ja. Er will ja damit, dass er die Leute, die was Teilzeit arbeiten, animieren, dass sie, genau, Vollzeit dass arbeiten. Sie Vollzeit, okay, ja. Also, ich bin ein Vollzeitarbeiter, ne, ja, schon lange, ja, und ich müsste jetzt sozusagen das kriegen. Jetzt ist meine Frage an dich, Michi. Ja. Glaubst du, was müsste er tun, Michi? Bis 29. September, das ist der Wahltag. Was müsste er tun, damit er noch Chancen hat, Kanzler zu werden? Also ich bin überzeugt davon, er müsste alles tatsächlich in der Tat umsetzen und realisieren. Ja, ja, genau, das ist auch meine. Das wäre sozusagen seine letzte Chance, die er hat. Ja. Genau, genau. Und es reicht schon, meiner Meinung nach, dass er das mit den Überstunden, dass sie nicht besteuert werden. Natürlich, ja, dann bleibt dem Menschen ja mehr netto, ja, als vom Brutto. Ne? Ja, ja. Das sagen sie auch immer. Mehr netto vom Brutto. Ja, 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 ja. Ist auch so eine, genau, Floskel, nicht, genau, wahr? Und er müsste das mit den 1000 Euro, von mir, ja, aus teilt er es jetzt im Frühjahr mit 500 auf, ja, und im Herbst mit 500. Ne? Mhm. Von mir aus, er muss ja nicht gleich, ja, mit 1000, ja, daher, ja, hergeben, ja, sozusagen. 500 da, 500 da. Ja. Aber es müsste passieren vor dem 29. September. Ja. Ja, ja. Wenn er die zwei Sachen nur ausfüllt, ja, dann könnte er ja hier suggerieren, wie er auch hier in den ganzen, ja, Rede gesagt hat, der rechtsradikale Kickl, ja, genau, der will, ja, ja, das Land spalten, das Böse aus den Menschen holen. Genau. Und ich bin ja für das Gestalten, ich bin ja für das Gute, für das Helle, hat er immer gesagt. Ja, genau. Dunkel, genau, Kickl, hell er. Genau. Ja? Wenn er das aber dann schafft, dann werden sich die Leute vielleicht denken, naja, dann wähle ich nicht den Rechtsradikalen, sondern ich wähle den, der was dasselbe Programm hat, genau, gell? 1, genau, zu 1 Kopiermaschine. Genau. Weil da wähle ich ja ihn, weil er ist ja eh dasselbe, ja, Programm, nur er ist ja nicht der Rechtsradikale. Ja, genau. Und er hat uns was gegeben. Er hat seine Versprechen, stimmt, zwei davon schon erfüllt vor dem 29. September. Stimmt. Und dann wäre das die Chance. Aber glaubst du, Michi, wird er es tun? Diese zwei Sachen nur. Wird er es bis 29. September was? Ich glaube nicht, ja. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Er versucht eher eben mit seinen Reden, mit seinen, ja, bla bla bla, aber in der Realität das umzusetzen. Ich glaube auch nicht. Wenn du das jetzt in so vielen Jahren nicht gemacht hast, also er hätte schon längst Zeit gehabt, natürlich. Jetzt, ja, ist ein Zugzwang, ja. Jetzt ist ein Zugzwang. Ja. Versetzen wir uns mal jetzt vielleicht, probieren wir uns mal neutral in ihn zu versetzen. Ja. Du bist jetzt Karl Nehammer und du kassierst jetzt, wie wir erfahren haben, 24.000 Euro im Monat.
du bist jetzt in Jena, machst die Rede, weil du unter Zugzwang stehst und hast jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich mache jetzt zwei, drei Sachen, was ich versprochen habe, um dann wirklich weiterhin 4 Jahre Kanzler zu werden, oder ich schaue, dass ich noch bis Dezember, weil der neue Kanzler wird im Jänner angelobt, ich schaue noch, dass ich bis Dezember diese 24.000 kassiere und dass ich mich noch verabschiede mit einem guten Programm. Sozusagen, er will sich dann verabschieden mit einem guten Gewissen. Was würdest du tun von diesen zwei Sachen? Neutral jetzt gesehen. Es ist wirklich, es ist schwer. Das ist schwer, zu oder? Sein. Ja. Will ich es wirklich probieren? Wenn ich den Menschen das gebe, was sie wollen, dann habe ich die Chance einfach. Die Chance ist da. Da kann ich sagen, ich habe nicht die Chance, wenn ich nichts tue. Wenn du den Menschen was Gutes tust und einen guten Willen zeigst, das ist wirklich dann, hast du die Menschen auf deiner Seite. Das ist immer klar. Ne? Ja, die Frage ist noch, dass man sagt, wie sehr lassen sich dir trotzdem die Leute noch täuschen, weil was da in der Corona-Zeit abgegangen ist, das war ja ein Wahnsinn. Eben. Ja. Und würden sie sich die Leute sich kaufen lassen, von dieser Aktion, weißt du? Von diesen zwei Aktionen. Genau. Also wenn man sagt, selbst wenn er es jetzt macht, um wie viel Prozent die würden die Menschen doch trotzdem umdenken, weißt du? Mhm. Wenn du einen Menschen schon sehr oft verletzt hast, das ist das typische Beispiel, wenn der Mann die Frau schlägt und dann bringt er ihr dann wieder Blumen, beim ersten Mal funktioniert es, nach ein paar Mal funktioniert es, aber irgendwann bist nicht mehr glaubwürdig. Selbst wenn der jetzt, wenn sehr viel ausgeschüttet werden würde, wie viele Menschen würden dem jetzt noch glauben? Ja? Wahrscheinlich würde der Schuss nach hinten losgehen, würde ich mal sagen, weil dann würden sie sich auch vielleicht denken, er tut das jetzt nur deshalb, damit er wieder 4 Jahre Bewährung machen kann. Ja. Also nichts tun. Bewährung heißt ja bei ihm, ist gleich nichts tun. Genau. Weil das haben wir jetzt genau gesehen. Ne? Genau. Also dann würde er sich 4 Jahre wieder die Taschen vollstopfen als Kanzler, nichts tun und dann wäre es ihm dann egal, ne, sozusagen. Stimmt. Aber ich denke auch wie du, wenn ich jetzt neutral mal das betrachte, wenn ich jetzt an seiner Stelle wäre, würde ich vielleicht nur noch schauen, dass ich gut dastehe und noch diese schöne Gehalt bis Dezember kassiere und dann kann ich sagen, ich habe alles gegeben. Ne? Das ist ja so energisch, emotional, aber die Leute haben eben anders entschieden. Ne? Ja. Also ich denke auch wie du, er wird nichts tun. Ja. Schade, finde ich schade. Es könnte ein Versuch wert sein. Ja. Weißt du, man ist oft im Leben in Situationen, wo man sich denkt, es hat keinen Sinn mehr. Ja. Aber ich versuch's doch wenigstens. Ich schaue, dass ich noch irgendwie eine Hoffnung mache, oder? Genau. Verstehst du? Ja. Das wäre ja vom Herzen etwas. Ja, stimmt. Aber so ist auch dieses Publikum, dieses Abgerichtete, wie du gesagt hast, mit den Applausschildern hochgehalten, ist vielleicht wirklich hier passiert. Ne? Und das hat man geprobt, das hat man sehr oft geprobt. Ja. Die Mienen da, die waren nicht natürlich, die waren künstlich, die waren auch das Klatschen und so. Das hat mich so steril, wie du in einem Krankenhaus bist, angeschaut. Ja. Also man sagt ja wirklich oft, das Ausdrücken oder Körperhaltungen und so weiter, du kannst so viel zwischen den Zeilen lesen, zwischen den Wörtern ablesen und das sagt doch viel mehr aus, als wie die Inhalte dann. Und da sind wir auch durch eine große Schule gegangen, du und ich auch, dass wir das alles mit der Corona-Zeit erlebt haben und wir haben ja diese gleichgeschalteten Medien und alles gesehen, oder? Ja. Wir haben die Körperhaltungen gesehen, das Reden, das Gleichgesinn. Und genau das haben wir jetzt, leider muss ich sagen, weil wir sind ja für keine einzige Partei, wir sind für Jesus Christus. Das ist unser einziger Anhaltspunkt und unser Erlöser sozusagen. Ja. Und wir betrachten das ja neutral. Aber auch wenn du das hier neutral betrachtest, Michi. Ja. Nein, das ist einfach. Das ist einfach die Realität, was sie jetzt in diesen drei Teilen gesehen hat. Das ist das, was hier rausgekommen ist. Ja. Vielleicht wird es bei Andi Babler anders, wenn wir ihn mal analysieren. Wenn du jetzt sagst, Babler, da haben wir jetzt schon das nächste vorbereitet. Ja. Diese Aschermittwochsrede. Wir machen jetzt einen Trailer, Aschermittwochsrede von Andreas Babler von der SPÖ. Ja. Und Michi, also bevor wir Christen geworden sind, wen hast du da gewählt? Machen wir jetzt kein Geheimnis daraus. Wer hat gewählt? Ich habe schon lange nicht mehr gewählt, muss ich sagen. Ja. Aber du hast irgendwann mal schon gewählt, bevor du Christ geworden bist. Ich auch. Ich habe auch gewählt, bevor ich Christ geworden bin. Ich habe die SPÖ jedes Mal ganz gewählt. Früher, also wie man noch früher, in der Jugendzeit und so weiter. Das meine ich, das meine ich. Ganz früher, wo noch weiter, wo man sagt, das war einfach nichts gewählt, der war auch noch nicht schlecht und so. Ne? Da gab es schon. Ich habe die SPÖ gewählt, du? Ja, ich auch.
Die sozialistische Partei, ja. Die Arbeiterpartei. Genau. Das heißt, genau. Ich war auch da. Genau, Arbeiter, alle, Jugend, du auch. Genau, wenn wir waren Lehrlinge, Arbeiter, ja, Arbeiter. Dann bist du eigentlich in das. Und die sozialistische Partei steht für die Arbeiter, damit sie genau. gerechten Lohn bekommen. Genau. Auch für die Pensionisten stehen sie, genau. damit sie, und auch sie stehen auch für die Familie. Genau. Für den, dass die Familie Sozialleistungen ja. bekommt. Ja? Ja. Und da habe ich jedes Mal die SPÖ ja. gewählt. Genau. Und machen wir es so, wir wählen ja jemanden. Ne? Nein, nein. Machen wir es so, wir werden dann den Andreas Babler betrachten, dann noch, und dann werden wir auch noch die Aschermittwochsrede von Heimbuchner und vom Kickl genau. uns anschauen. Genau. Und dann noch die Rede vom Comedian Karl Nehammer. Ja. Die Aschermittwochsrede. Ja. Und dann sagen wir ja. am Ende, wen wir da aus dem ganzen Resümee eventuell wählen würden, oder? Genau. Wenn ja. wir uns mal alles mal durchgehend angeschaut haben. Ja? Stimmt, ja. Wen wir wählen würden, wir werden natürlich genau. niemanden wählen, aber wen wir wählen ja. würden nach den ganzen Argumenten und den Reden, oder? Genau, genau. Das die schauen wir uns jetzt dann alle an und werden ja. analysieren und werden vielleicht wirklich auch wieder witzige Sachen entdecken. Ja, der nächste ist Andreas Babler, Aschermittwochsrede ja. 2024. Ja. Gibt schon ein paar gute Lachen dazu, ja? Ja, ich habe schon also ja. auch lachen ja. müssen bei ihm, ja. muss ich ehrlich sagen. Ich ja. auch, ja. Okay. Also dann, liebe Freunde, bis zum nächsten Mal. Alles Gute, euer Michi. Euer Bernhard. Ciao, tschüss.